This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zum letzten Turniertag vom Bloody Battle 4 Sterne Keim Blau. Ja. Wir haben ein bisschen Druck. Ne? Wir müssen jetzt mindestens 4-mal gewinnen, bevor wir verlieren. Das wäre das Optimalste. Aber mal gucken, was so passiert. Mein Team habe ich schon mal eingestellt. Petomi oder wie der heißt. Ptolemy nenne ich ihn einfach jetzt. Der macht ja Immunität für Benachbarte und sich selber. Das ist in Ordnung. Mit Jinx Proc können wir das dispellen oder halt Catmon. Okay. Wir können hier erstmal grün spielen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Okay. Ah, die Steine liegen ja ein bisschen doof, ne? Spielen wir mal blau. Ist auch noch nichts wirklich passiert. Gucken wir mal, ob gelb hochkommt. Ja, jetzt haben wir einen Diamanten. Er löst schon aus, macht aber nichts. Heilung ist eh nicht erlaubt. Das gleiche für Riegert. Die beiden kann ich ignorieren. Gut, da wir keinen Grün haben, können wir auch direkt gelb ausspielen. So, jetzt muss ich eben aufpassen. Riegert kann mein Mindless Attack reflektieren. Also gehen wir auf die linke Seite. Ein gelbes Match fehlt mir. Dass Li Xiu widerstanden hat, macht nichts. Denn ich mache hier Schaden. Also das ist schon beabsichtigt, keine Sorge. Das nur nebenher. Riegert löst aus, kann dispellen. Ich stelle mir nur die Frage, ob ich jetzt mit Wardles darauf gehe. Oder aber, wir gehen auf den Clown. Ja, machen wir das so. Dann spielen wir grün halt so. Mal gucken, wo es hinspringt. Ah, auf sich selber, okay. Ja, dann killen wir den mit grün. Und jetzt kann sie gerade machen, was er will. Li Xiu löst auch aus. Das ist nicht weiter tragisch. Wir haben hier Minions. Ich dachte, ich kann... Ah, ich muss warten. Mit Anastasia muss ich warten wegen Gormek. Ja gut, spielen wir lila. Könnte jetzt nochmal gelb spielen, aber dann... Nee, die haben dann Gegenschlag, Li Xiu und Cyprian. Also spielen wir nochmal lila. Okay. Jetzt haben wir Minions. Wir können gelb spielen. Brauchen wir dringender als grün. Und grün haben wir Miliki auch direkt ready. Und wir hatten mehr als genug grün hier. So... Holen wir uns die Minions. Dann gehen wir auf die rechte Seite. Dann holen wir uns noch mehr Minions, indem wir gelb ghosten. Okay, wir haben gelb unter Cyprian und Li Xiu. Das heißt, Jinx kann proggen, wenn ich die gelben Steine spiele. Ja, wir holen uns hier noch mehr Minions, auf jeden Fall. Gehen wir auf Gormek, der kann gar nichts machen. So, machen wir Schaden. Dann kann ich grün spielen, ist sogar ein grüner Diamant. Okay.
Und dann spielen wir Rot. Miliki können wir auch nochmal spielen. Oh, Gormek, ey, der killt meine ganzen Minions, Alter. Übel. Der Clown. Aber das haben wir definitiv trotzdem gewonnen. Ja, die wollen mir das hier nochmal schwer. Jetzt reicht's. Weg mit Gormek, ey. Oh, Mann, du, ey. Okay, gut. So, weiter geht's. Ich bin auch ein bisschen ausgelaugt, weil es mega spät ist eigentlich, ey. Aber ich muss das jetzt noch durchziehen hier. Und das halbwegs vernünftig irgendwie. Ah, okay. Ich hoffe, es passieren nicht allzu viele Spielfehler. Wir können grün spielen, da kann gelb nachkommen. Das gelbe Match ist erstmal uninteressant, weil das in blau geht. Wir haben unten links auch nochmal grün. Aber spielen wir das hier erstmal. Gucken wir mal, was da passiert. Okay. Wir haben ein weiteres Mal gelb. Es reicht nicht. Dann spielen wir jetzt lieber gelb. Bevor sie auslöst, dann haben wir jetzt wenigstens schon mal Minions. Dann können wir hier nochmal gelb spielen. Mal gucken, ob sie Waddles trifft oder nicht. Ansonsten haben wir auch noch grün zur Verfügung. Natürlich trifft sie Waddles, Alter. Und natürlich trifft sie auch meine grünen. Mist, verdammte. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, wir spielen trotzdem grün. Also, wir haben dann schon mal die Steine zusammen. Dann können wir die Drachenbombe spielen? Okay, stopp. Danke. So. Und ich würde sagen, wir lassen die Mitte... Nee, wir lassen links nicht auslösen. Dann können wir in die Mitte reinspielen. Weil Waddles ist gleich am Start. Und dann können wir hier richtig aufdrehen. Okay. Machen wir so. Dann können wir gelb für Minions spielen. Wir gehen hier auf Catmon und gucken mal, was hier jetzt gleich passiert. Auf wem geht der? Okay, das ist sehr gut. Wir sind macht nämlich gar nichts. Ja, spielen wir mal hier in der Mitte. Okay, wir können hier grün spielen. So. Jetzt sollte Kilila auch gleich ins Gras beißen. Sehr gut. Nette Combo. Das war gut. Wir haben genug Minions. Ja, gehen wir mit Catmon auf die rechte Seite. So. Die können auch nichts mehr machen. Dann können wir mit Waddles Tibirtus killen. Jo, und mein letztes grünes Match macht jetzt auch Virant hier. Ey, der Lakai. Okay, sehr schön. Okay, wir spielen so weiter. Oh, wäre ich mal mit grün da reingegangen. Ich überlege hier gar nicht lange. Es ist so spät, da überlege ich echt nicht. Rein da mit dem Diamanten. Wir können hier nochmal... Wir können hier nochmal grün spielen. Na, spielen wir erstmal grün, dann haben wir Miliki. Gut. Jo, spielen wir nochmal grün. Jetzt ist auch mal gelb nachgekommen, das ist schon mal gut.
Jo, das interessiert uns herzlich wenig. Wir haben weiter Minions und wir brauchen Gelb. Haben wir aber nicht. Gut, dann spielen wir Lila, lassen Rigard gleich auslösen. Macht auch nichts. Yep, alles klar. Catmon löst aus, aber hier haben wir die Chance auf Gelb. Jo, ist auch nachgekommen. Sehr gut. Gut. So, den Schakal lassen wir nicht auslösen. Wir haben hier wieder die Chance auf Gelb. Not yet. Okay, Gelb, Gelb, Gelb. Dann können wir Gormek stoppen. Wir können uns mehr Minions holen. Wir können hier Blau spielen. Dann geht Grün weiter nach oben. Ja, lass Catmon auslösen. Ist egal. So, dann spielen wir nochmal Grün. Catmon geht auf Gormek. Und wir wollen gerne Catmon loswerden. Danke. So. Hoppala. Ja, wir haben alles ready. Es wird alles gespammt und fertig. Ja, wir machen genauso weiter. Jetzt nicht mehr lange fackeln. Ja, ziehen wir den grünen Stein weiter nach oben. Dann machen wir das so. Dann ist der Stein ganz links nicht tot. Virant löst sowieso aus. Jetzt kann ich nochmal grün spielen. Und wir können auch gelb spielen. Dann haben wir einen Jinx Proc. Maybe. Yep. Okay, dann spielen wir das so. Dann ist die Scheiße auch weg. Er löst wieder aus, aber wir haben Mana gewonnen. So. Jetzt löst er zwar aus, ja, klar. Aber das ist nicht weiter tragisch. So. Okay. Jetzt, also Lee Xiu müssen wir auf jeden Fall stoppen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Also werden wir das am besten so machen. Die silencen wir, die Seite. Auf Marcel gehen wir. Okay, wir spielen Lila, mal gucken, was da jetzt passiert. Okay, sehr gut. Ah, schade, Wukong hat widerstanden. Ah, gut, macht nichts. Ist in Ordnung. Alles im Rahmen. Spielen wir nochmal grün. Das hat uns genug Zeit verschafft jetzt. Ich kann nicht warten. Wir können gelb spielen. Das macht nichts, weil Anastasias einen Charge hält. So. Dann spielen wir einen Wukong rein. Dann hat er schon mal seinen Buff verloren. Ich würde sagen, ganz ehrlich, Alter, wir killen hier Wukong. Ich will hier kurz einen Prozess machen. Denn leider Gottes muss ich ja morgen auch arbeiten. Da muss ich jetzt fertig werden hier. Gut, wir können hier wieder gelb spielen. Yep. Die Minions nehme ich jetzt nicht mit. Ich hole mir den zweiten Charge. Ah, das war's sowieso. Okay. Ende.
Ja, den letzten machen wir jetzt auch noch so. Also, wenn schon, denn schon. Das ist ja schon mal Mist. Das Vierer-Match kriege ich schon mal nicht zusammen. Aber gut. Gut, dafür haben wir ein Dreier-Match gewonnen, alles klar. Jep, nehmen wir. Wir haben Minions, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir Rot spielen. Dann haben wir ein grünes Match. Wir haben auch ein gelbes Match für Waddles. Das nehmen wir zuerst. Wir haben hier drei Damage-Dealer auf der rechten Seite. Auf die müssen wir uns konzentrieren. Warte mal, wie machen wir das denn am dümmsten? Erstmal mit Waddles, würde ich sagen. So. Gucken wir mal, wo das hinspringt. Nirgendwo. Okay, damit können wir arbeiten. Jetzt ist Lee Xiu dran. Wir spielen grün, das geht in blau. Okay, die haben halt Superior Dodge. Ja, wir spielen in die Mitte rein. Wir gucken mal, dass wir da irgendwie so ein paar Steine zusammenbekommen. So, gelb haben wir schon mal zusammenbekommen. Hat leider nicht gereicht. Aber die können keine Buffs bekommen, das ist wichtig. Jo, wenn Attack up wäre, vielleicht down gewesen. So. Dann spielen wir gelb. Wir haben Minions. Wir killen hier Meadow. Ja, Meadow. Oder wir wollen sie zumindest killen. Weil ihr seht ja, ich versacke jetzt an den Giftschaden. Ja, keine Chance mehr. Keine Chance. So, jetzt leben noch drei. Shit, dieses Mal mit, mit Scarlet mit Attack Up auslösen. Aua, das hat wehgetan. Okay, Sieger muss es wieder reflektieren. Aber ich hätte es trotzdem nicht anders gemacht, weil ich Schaden machen will und fertig werden will. Und nichts anderes. So. Dann gehen wir halt erst kurz auf Sturmfang. Wir haben genug Minions. Wir können gelb ghosten. Ich brauche noch ein bisschen gelb. Ja, komm, mehr. Immer rauf da. Schaden ist Schaden. So, jetzt kann ich wieder gelb spielen. Na? Okay, er hat es richtig gemacht. Wow. Sick. Okay. Gelb. So, okay. Ah, es gibt kein Next mehr. Okay. 20.000 Punkte. Ja. Schade, es hätte mehr sein können. Aber wir haben es wieder mal durchs Turnier geschafft, ohne uns einzukaufen. Das ist gut. Gucken wir uns das Ganze an. Hier sieht man es. Ja, die ich verloren habe, waren echt unglücklich. Aber gut, ist egal. Meine Verteidigung ist weiterhin auf A. Ganz solide, geht's weiter. Das ist gut. Leaderboard 21.705. Okay. Das heißt, wenn du so willst, 1.500. 1.500 Punkte. 302 sind wir. Ja. Okay,
Ja, danke fürs... Ach so, bevor ich das vergesse. Den Loot werde ich hier wieder mit einblenden. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, Leute. Ja, gucken wir uns mal den Loot an. Und what the fuck, Alter? Was ist das denn für eine geile Scheiße? Ein Tonic bekommen? Ja, darüber freue ich mich. Okay. Nice. 2 goldene Münzen, aber für Truppen halt. 50 Wappen. Und ein 5-Sterne-Ether. Okay, damit haben wir jetzt gesehen, was mein Score ist, wo ich gelandet bin. Wir gehen das... Ach, Mann, ey. Ja, okay. Wir gehen das mal eben schnell hier nochmal durch. Ja. Meine Verteidigung ist auf A geblieben. Sehr solide.